Kurz ein paar Körperberechnungsübungen. Wir hatten hier Aufgaben und zwar: Ein Müllauto komprimiert den aufgesammelten Müll, um Volumen zu sparen, auf ein Drittel seines Ausgangsvolumens. Wenn das Auto die Hälfte seiner Kapazität eingesammelt und komprimiert hat, befinden sich 18 Kubikmeter im Auto. Wenn man davon ausgeht, dass der quaderförmige Innenraum 2 Meter breit und 3 Meter hoch ist, verbleiben die Fragen, wie lang der Innenraum insgesamt ist und wie viel unkomprimierter Müll eingesammelt werden kann. Naja, ich habe hier die Skizze gemacht, insofern, dass ich gesagt habe, naja, hier haben wir schon mal einen halben Quader, der hat 18 Kubikmeter. Gesucht ist die echte Länge. Naja, jetzt muss ich aber erstmal mir mit dem halben Quader Gedanken machen, denn der hat eine gewisse Länge und da komme ich ganz schnell dann darauf, dass ich sagen kann, okay, dann kann ich die Formel so einsetzen. Das Volumen, das kleine blaue Volumen ist 2 Meter mal 3 Meter mal L halbe. L halbe, ne? Auf die Hälfte zusammengequetscht. So, dann habe ich also L, wenn ich das umstelle, auf 9 Meter. Entsprechende Antwort schreiben, dann hat man es. Weiter die nächste Sache ist, dass das ja das halbe Volumen ist. Also ist das doppelte Volumen, fast das ganze Gerät 36 Kubikmeter und das mal 3 genommen, denn auf ein Drittel komprimiert sind es nur 36 Kubikmeter, mal 3 entspricht das 108 Kubikmeter. Gibt es dazu Fragen? Nächste Aufgabe war eine Baggerschaufel, die war ganz leicht, die hatte eine halbkreisförmige Außenflächen. Mit anderen Worten, wir haben es mit einem halben Zylinder zu tun, da muss man eigentlich nichts zu sagen. Die Maße sind klar. Nächste Aufgabe haben wir geübt und zwar, da hat sich ein Rohr von Durchmesser 6 Dezimeter auf 4 Dezimeter verjüngt im Laufe der Zeit. Wir gehen vom Idealzustand aus. Und jetzt haben wir Folgendes. In dem unverjüngten Rohr, wenn es also normal gewesen wäre, so kann man sich das modellhaft besser darstellen, habe ich 2 Meter Fließgeschwindigkeit pro Sekunde. Ich möchte aber nach der Verjüngung feststellen, wie viel ist es dann? Da kann man im Tafelwerk, das ist antiproportional, je größer der Querschnitt, umso langsamer. Da kann ich das entweder so aufstellen, wie ich es im Tafelwerk finde. Ich kann es auch anders aufstellen, ist aber letzten Endes egal. Wenn ich das jetzt rauskriege, kriege ich hier eigentlich raus 4,5 Meter pro Sekunde. Das geht ganz leicht, indem ich einsetze entsprechend und die ganze Sache kürze und so weiter. Aber hier war die Frage, was passiert, wenn nur ein Drittel so viel dann durchfließt? Das heißt, ich musste noch entsprechend diese Geschwindigkeit durch 3 teilen. 1,5 Meter pro Sekunde war die Antwort. In diesem Fall lese ich mal kurz vor. Karl hat einen 3000 mm langen Strick. Paul hat einen, welcher 40 Dezimeter lang ist. Und sie wollen diese Strecke genau im rechten Winkel ausgestreckt auf einem geteerten Parkplatz hinlegen. Nur ein Stück Kreide steht Ihnen noch zur Verfügung. Erläutere mittels Skizzen die Vorgehensweise der beiden und beweise mit einfacher Rechnung, dass dies möglich ist. Naja, an sich ist es ganz leicht. Wenn Paul seinen Strick die 4 Meter auf 2 Meter zusammenlegt, ne, in der Mitte festhält und dann auf 2 Meter auslegt, dann kann er mit Karl zusammen 5 Meter bilden. Wenn er diese Linie hat, dann kann jeder von beiden entsprechend mit seinen Stricken, allerdings Karl wieder mit seinen 4 Metern, einen Kreis ziehen, Paul auch, dann haben wir insgesamt hier irgendwo einen Schnittpunkt und der Schnittpunkt muss einen rechten Winkel bilden. Warum, kommt jetzt die große Frage, ganz einfach, weil nach Pythagoras die Längen quadriert letzten Endes diese 5 Meter zum Quadrat ergeben. Also 25 ist gleich 16 plus 9, jeweils Quadratmeter. Da steckt der Pythagoras dahinter und das war eigentlich machbar. Man musste bloß eben drauf kommen, dass man aus 4 Metern 2 Meter macht, damit man wirklich das entsprechend auslegen kann, damit hier gesichert ist, dass 5 Meter da liegen. Sonst wäre es nicht gegangen. Ich glaube, ich habe hier Mist gemacht, denn wenn ich sage 4,5 Meter mal 2, habe ich 9 mal 3 ist 27. Also hier, ich habe mich hier verrechnet. Muss natürlich anders heißen. Ich korrigiere mich dann, das kriegen wir dann hin.